ein wunderschönes herzlich willkommen zum heutigen Webinar im Namen von FXLED, Expert Advisor mit dem MetaTrader Backtesten und Analysieren mit David Ivani von AlgoCamp. Mein Name ist Wolfgang Dender. Bevor wir allerdings beginnen, möchte ich noch kurz auf die Risikohinweise eingehen. Das Webinar dient nicht zu Schulungszwecken, dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Ja, die Meinung des Referenten muss nicht die von FXLED sein. Ne? David, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, dann wünsche ich allen viel Spaß und ja, bei Fragen immer melden. Ja, einen Moment, es geht los. Danke dir. So, noch kurz den richtigen Bildschirm auswählen. Das ist keine Stimme, ne? Hörst du mich jetzt? Ich höre dich ja, aber ich glaube, die Kunden hören nichts. Ich sehe hier zumindest oben in meinem GoToWebinar den Button Übertragung starten. Meinst du, wir reden momentan nur alleine und die anderen hören uns noch gar nicht? Ja, mal starte mal bitte. Okay, Moment, ich nehme kurz meinen Bildschirm. Nochmal ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmer beim heutigen Webinar von FXLED. In Zusammenarbeit mit dem Herrn David Ivani von AlgoCamp wollen wir erklären, wie man beim Expert Advisor einen Backtest durchführt bzw. die Daten analysieren kann. Bevor wir allerdings beginnen, möchte ich noch kurz auf die Risikohinweise eingehen. Das Webinar dient, dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Die Meinung des Referenten muss nicht mit der von FXLED übereinstimmen. Insofern, ich wünsche viel Spaß und übergebe das Wort an Herrn David Ivani. Super, vielen Dank für deine Einleitung. Von mir auch ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Heute haben wir das Thema MetaTrader Expert Advisor Backtesten und Analysieren. Ja, mein Name ist David Ivani und Gründer und Geschäftsführer von AlgoCamp. Wir sind Partner von FXLED und daher geht es heute um unser hier Lieblingsthema, dem automatisierten Börsenhandel. Und darum wollen wir uns heute die nächsten circa 60 Minuten beschäftigen. Generell, wenn Fragen da sind, gerne jederzeit einfach in den Chat hier schreiben. Ich gucke regelmäßig mal rauf oder wenn es gerade nicht zum Thema passt, nehmen wir es am Ende nochmal dran. Aber heute soll auf jeden Fall keiner nach Hause gehen, ohne noch eine offene Frage zu haben. Also ruhig nicht scheuen. Wir wollen hier jede Frage beantworten, jedes Problem lösen, damit jeder heute auch mit mehr Wissen nach Hause geht. Von daher scheuen Sie sich ruhig nicht. Gut, was wollen wir heute genau machen? Wir werden heute viel im MetaTrader 4 unterwegs sein. Ich werde Ihnen zeigen, mit welchem kostenlosen Tool wir zum Beispiel unsere Ergebnisse aus dem MetaTrader 4, also aus dem Backtester, analysieren können, worauf es genau ankommt, welche Kennzahlen wir zum Beispiel für ganz wichtig sehen, alles drumherum, was gerne unterschätzt wird. Das heißt, Backtesten im MetaTrader ist natürlich mit ein, zwei Klicks gemacht, aber da gibt es noch einige Fallen, die ganz wichtig sind, eine Problemfälle, die noch ganz wichtig sind und natürlich ganz klar, wahrscheinlich haben noch nicht viele oder auf jeden Fall nicht alle von Ihnen schon mal generell einen Backtest durchgeführt mit dem MetaTrader 4. Das gucken wir uns gleich nochmal Schritt für Schritt an. Das heißt, wir fangen jetzt quasi an mit den Basics. Wie, wo funktioniert das überhaupt in dem MetaTrader? Und am Ende sind wir dann in einer genauen Analyse vom Backtest-Statement, wo wir uns ganz genau Kennzahlen ansehen, einzelne Parameter bearbeiten und so weiter und so weiter. Von daher starten wir einfach mal direkt mit dem MetaTrader 4 von FXLED. Die Ansicht kennen Sie wahrscheinlich schon an Ihrem Bildschirm zu Hause eingebrannt, hoffentlich. So, was haben wir hier? Ich denke mal, das ist so einigermaßen die Standardansicht, wenn Sie den MetaTrader installiert haben. Wir haben jetzt hier einfach nur eine andere Chartaufstellung eingestellt. Standardmäßig müsste das schwarz, weiß, gelb circa sein. Was heißt eigentlich Backtesten genau erstmal, um das zu klären? Wir alle haben wahrscheinlich tausend Ideen da draußen. Wir haben sie im Webinar gehört,
Zeitungen gelesen, in Foren gelesen, überall lauern da draußen ganz viele Strategien, die wahrscheinlich alle im ersten Moment sehr, sehr interessant klingen. Vielleicht sehen wir noch Performance-Kurven dazu und denken uns, wow, das klingt so komplex und intelligent, das muss funktionieren, diese Strategie. Das wissen wir natürlich nicht. Wir wissen nicht, ob etwas, was wir gelesen, gefunden, gehört haben, funktioniert. Das Gleiche gilt auch mit beispielsweise Expert Advisor oder generell automatischen Handelssystemen. Wir haben ja beispielsweise im MetaTrader 4 standardmäßig immer den Moving Average EA, den MACD Sample EA. Das sind so zwei standardmäßige Expert Advisor. Die sind kostenlos mit bei. Da können Sie auch in den Quellcode reingucken, wenn das Sie interessiert. Aber generell finden wir auch im Internet viele kostenlose oder kostenpflichtige Expert Advisor, mit denen wir die Tests durchführen können. Das heißt, wir brauchen erstmal einen EA, den wir haben, entweder gekauft, geladen, kostenlos gefunden, selbst entwickelt, entwickeln lassen. Quellen dafür sind vielfältig. So, wir haben uns also erstmal den EA soweit besorgt und möchten jetzt natürlich herausfinden, funktioniert das Ganze? Das ist die eine Frage. Wenn ja, kann ich es optimieren? Und unabhängig davon, ob ich es optimieren kann oder nicht, ist natürlich die Frage, mit welchem Volumen könnte ich das dann live handeln? Oder auch im Demo-Modus spielt jetzt hier keine Rolle. Ich weiß, viele oder fast alle leider gehen einfach so heran an die ganze Thematik, dass sie einfach ein fixes Volumen auswählen und sagen, ich trade das System mit 0,1 Lot, mit einem Lot, mit 0,01 Lot. Generell eine Möglichkeit, aber wie wir gleich noch sehen werden, nicht die sinnvollste Variante. Mit dem Backtest werden wir gleich nicht nur herausfinden, ob etwas profitabel ist oder nicht, sondern viel wichtiger, wir bekommen die Risikoparameter heraus. Und diese brauchen wir als Grundlage, um in der Zukunft generell das Volumen einstellen zu können und um auch herausfinden, wann wir eine Strategie pausieren oder beenden werden. Nicht jede Strategie oder so gut wie keine Strategie funktioniert ein Leben lang, früher oder später wird jede Strategie mal nicht mehr funktionieren. Und diesen Punkt müssen wir natürlich erkennen. Sonst wären wir langfristig mit keinem System erfolgreich. Gut, also fangen wir erstmal an. Wo können wir denn hier überhaupt in dem MetaTrader etwas backtesten? Wir haben hier oben die kleine Lupe neben links neben Neue Order. Wenn wir darauf klicken, dann öffnet sich der Strategietester. Den haben wir hier unten. Einen Doppelklick drauf. Mache unsere Kontoansicht kleiner. So, ein Doppelklick drauf und dann haben wir erstmal hier den Strategietester. So, was können wir hier alles einstellen? Wir können sagen, hier oben, welches System möchte ich erstmal backtesten? Wir haben hier beispielsweise den MACD-Sample, den hat wahrscheinlich jeder von Ihnen da draußen im MetaTrader installiert. Dann, welches Symbol möchte ich backtesten? Möchte ich den Gold-CFD, möchte ich die Walt Disney-Aktie oder den Euro-Dollar, den British Pfund testen. Wir nehmen jetzt den Euro-Dollar. Dann habe ich noch die Möglichkeit, den Zeitraum auszuwählen. Das heißt, von wann bis wann möchten wir ein System backtesten? Generell unsere Ansicht, wie wir es machen, wir testen Systeme mindestens zurück bis 2010. Das mache ich jetzt heute nicht, weil der Zeitaufwand ist natürlich sehr groß und für Sie ist es nicht so spannend, wenn wir jetzt eine halbe Stunde gemeinsam auf den Balken gucken, wie der Test durchläuft. Deswegen nehme ich jetzt immer nur 2018. Also weiter zurück gehe ich nicht. Vielleicht stelle ich auch zwischendurch mal auf 2019 oder stoppe mittendrin. Es geht heute nicht darum, ein profitables System zu finden, sondern es geht nur um die Technik an sich, dass Sie diese lernen und auch selbst anwenden können. Darunter haben wir noch den visuellen Modus, da komme ich gleich nochmal zu. Ein sehr spannendes Thema und auch sehr interessant, um das Ganze etwas zu entstauben, diese Thematik hier. Und dann gehen wir alle mal weiter nach rechts. Da haben wir noch zwei wichtige Einstellungen. Zum einen die Periode, das heißt, welche Kerzendaten soll die Grundlage sein? Das ist so ähnlich wie hier im Chart. Stunde 1 Candles, Minute 30 Candles, Tagescandles. Das kennen Sie wahrscheinlich schon aus dem alltäglichen Trading. Und dann haben wir darunter noch die Möglichkeit, den Spread einzustellen. Der ist in der Regel auf aktuell standardmäßig. Das bedeutet, wenn ich einen Backtest durchführe, dann hat er historisch, also braucht er die historischen Daten, dann hat er historisch natürlich keinen Spread mitgespeichert. Im MetaTrader 4 haben wir halt einfach nur einen Close-Kurs.
Und den Spread müssen wir historisch raufrechnen. Natürlich wissen wir nicht, wie vor 2 Jahren und 6 Monaten oder am 1. Februar 2016 das Spread um 19:04 Uhr war. Das wissen wir heute nicht. Der ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Das sehen wir zum Beispiel auch hier oben, wenn wir den Kaufs- und Verkaufspreis beachten. Der Spread ist immer leicht unterschiedlich, je nachdem, wie der Markt sich gerade bewegt, mal etwas größer, kleiner oder durchschnittlich. Jetzt ist natürlich die Frage, welchen Spread gebe ich hier an? In der Regel können wir es auf aktuell belasten. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf Test starten klicke, dann nimmt er den Spread genau aus dem Moment, wo ich hier raufklicke. Hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist natürlich, ich muss jetzt nicht bei jedem Asset das einzeln durchrechnen, sondern er nimmt einen ja, durchschnittlichen, wahrscheinlichen Spread und berechnet den auf die Vergangenheit. Nachteil ist natürlich, wenn ich gerade in dem Moment einen extrem geringen oder extrem großen Spread habe, dann wendet das jederzeit auf die Vergangenheit an. Ganz wichtig, hier gibt es den sogenannten Wochenendbug, den darf man auch nicht unterschätzen. Wenn ich das Ganze am Wochenende starte, also wenn der Markt geschlossen hat, Samstag, Sonntag, dann haben wir natürlich einen extrem großen Spread, der ist nicht handelbar. Am Wochenende ist der Handel geschlossen. Aber wir merken, dass so Freitag wenige Sekunden bevor der Handel schließt oder dann, wenn der Handel geschlossen ist, ist das Spread sehr, sehr groß. Das sind durchaus mal 5, 6 Pips im Euro-Dollar. Wie gesagt, da müssen wir keine Angst haben, da handeln wir gar nicht zu der Zeit, sondern er ist einfach da. Und wenn ich das Ganze am Samstag starte mit Spread aktuell, dann nimmt er diesen Spread von 5 Pips und wendet das für die letzten 10, 20 Jahre an, wo wir es backtesten. Die Alternative ist also die, dass wir hier nicht aktuell eintragen, sondern einfach einen wirklich realen Spread eintragen. Also wenn ich jetzt hier rauf gucke, ist der Spread nicht mal bei einem Pip im Euro-Dollar. Dann könnte ich hier einfach, ganz wichtig, auch nicht verwechseln, einen Pip eingeben. Das bedeutet nicht 1, sondern 10. 10 bedeutet ein Pip. Eine 1 bedeutet 0,1 Pip. Verwechseln leider auch sehr viele. So, damit habe ich also einen leicht überdurchschnittlichen Spread. Schadet nicht. Also ich würde immer lieber ein bisschen mehr nehmen als ein bisschen weniger, denn so können wir auch so ein bisschen die Slippage oder die Ausführungsqualität simulieren. Das heißt, hier im Backtest werden wir natürlich immer den Preis bekommen, zu dem wir handeln wollen, aber am realen Markt später da draußen mit einem Live-Geldkonto würde es natürlich nicht immer passieren. Da werden wir kleinere Abweichungen haben und wenn ich jetzt sage, also durchschnittlich ist hier im Euro-Dollar, das wird eigentlich bei 0,8 Pips. Dann kann ich natürlich hier die 8 angeben oder ich sage einfach, ich nehme einen ganzen Pip, also pack nochmal 0,2 Pips rauf und sage quasi, das ist dann so die Slippage. Also wir wollen uns ja nichts in die Tasche lügen und Backtest-Millionäre werden, sondern wir haben ja das Ziel, hier Daten rauszuziehen, die realistisch sind. So. Also haben wir die Möglichkeit, entweder gehen wir es aktuell an, manuell an oder wir lassen es auf aktuell stellen, wie gesagt. Am Wochenende unbedingt die Finger weg vom Aktuell und hier können Sie aber ein bisschen mit rumspielen. Gut, was haben wir noch für eine Möglichkeit? Hier gibt es noch einige Buttons, aber ich gehe mal auf den letzten wichtigen Punkt ein. Und zwar haben wir hier exportweise Optionen. Und wenn wir darauf klicken, können wir zum einen angeben, wie groß unser Demo-Backtest-Konto ist. Das ist jetzt hier standardmäßig auf 10.000 Dollar. Können wir individuell anpassen. Und das Wichtigste ist aber eigentlich der Reiter Eingaben. Hier haben wir alle Parameter, die uns das Handelssystem zur Verfügung stellt. Also wir sehen jetzt hier bei dem MACD-Sample, wie gesagt, den haben Sie auch zu Hause, den können Sie auch, das Ganze können Sie auch parallel einfach nachklicken oder nach dem Webinar durchklicken, haben wir einige Parameter, um das System einzustellen. Wir können also sagen, der Take-Profit ist jetzt standardmäßig bei 50 Pips, gefällt mir nicht, ich möchte ihn bei 35 Pips. Lots, also wie viel Volumen tradet er pro Trade, haben wir aktuell 0,1 Lot. Ich möchte 0,2 Lots handeln. Der Trailing Stop Loss liegt bei 30 und die Levels für ein Open oder Close im MACD liegen bei 3 und 2. Der MACD Trend ist auf 26. Das alles sind Parameter, die ja, abhängig sind vom Handelssystem. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ein ganz anderes System verwende, zum Beispiel ein System, was die Bollinger Bänder handelt, dann werde ich hier natürlich keine MACD-Option haben, sondern entsprechend Bollinger Bänder-System. So. Manchmal kann es auch sein, dass wir hier gar keine Option haben.
Nur, dass Sie das wissen, woran es liegt. Derjenige, der das System hier programmiert oder entwickelt, der kann halt angeben, welche Parameter hier zur Verfügung stehen und welche nicht. Es kann also auch sein, dass Sie ein System finden, wo Sie nichts einstellen können, bis auf das Volumen. So, wenn wir es eingestellt haben, können wir hier einfach auf OK klicken. Und dann wäre der nächste Schritt, dass wir hier auf Test starten klicken. So, wäre eigentlich das nächste Spannende. Aber bevor wir hier raufklicken dürfen, gibt es noch einen wichtigen Punkt. Und zwar sind das die historischen Daten. Ohne die können wir natürlich nicht den Test durchführen. Das heißt, wir müssen uns das so vorstellen: Das System simuliert gleich die Vergangenheit extrem schnell, von 2018 bis heute, und durchspielt die Tage sehr, 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 sehr schnell. Und dafür braucht das System natürlich historische Daten. Also es muss die Stundencandles, die haben es ja so eingestellt, die Stundencandles vom 01.01.2018, vom 02.01.2018 und so weiter für jede einzelne Stunde haben. Testen wir das Ganze auf Minuten, muss das System die historischen Minutencandles haben, also noch mehr Daten. Und die brauchen wir erstmal. Was machen wir also am einfachsten? Da brauchen wir auch erstmal keine extra Software, sondern wir können einfach die Funktion vom MetaTrader nutzen. Dann gehen wir hier oben auf Extras, Historiendatenbank. Und dann sehen wir hier eine Ansicht, wo wir die historischen Daten vom Server herunterladen können. Das heißt, wir wollen jetzt in Euro-Dollar handeln auf Stundenbasis. Dann wählen wir das aus, klicken dann hier auf Herunterladen, bestätigen den Hinweis, warten kurz, bestätigen das auch nochmal bestätigen. Und jetzt sehen wir den Balken hier. Und jetzt lädt er die historischen Stundenkerzen vom Server herunter in unseren MetaTrader, damit wir gleich oder der Strategietester gleich damit arbeiten kann. Geht eigentlich relativ fix, dauert nur wenige Sekunden. Bei Minutendaten dauert das natürlich ja, einige Minuten mehr, weil da das Datenpaket einfach viel, viel größer ist. Wenn wir hier mal so raufgucken, sehen wir also, wir haben historisch die Stundenkerzen von heute, von 19, 18, 17, 16, 15 Uhr und so weiter. Wir sehen hier einen Öffnungskurs, Hoch, Tief, Schlusskurs und das Volumen. Und das sehen wir hier rückwirkend in dem Beispiel von Oktober 2008 bis heute durchgehend. So, er ist soweit fertig, klicken wir auf Schließen. Und dann ganz wichtig, wird auch gerne unterschätzt, klicken wir in genau diesem Asset, wo wir die Daten heruntergeladen haben, also jetzt der Euro-Dollar, Stundenkerzen, machen wir einen Rechtsklick im Chart, egal wo, klicken auf Aktualisieren und dann, wir haben es gerade gesehen, dann lädt er nochmal ein paar Lücken herunter. Das heißt, er überprüft nochmal, wo fehlen einige Candles und die lädt er nochmal kurz runter. Deswegen hat sich jetzt gerade der Chart nochmal ein bisschen bearbeitet und überarbeitet. Und wenn wir, ich glaube, das steht auch im Logfile, genau, wir sehen hier, er hat nochmal ein paar Candles importiert, die nochmal gefehlt haben, um so eine saubere oder einigermaßen saubere Story zu haben. So, jetzt haben wir das System ausgewählt, wir haben alles konfiguriert, wir haben die historischen Daten und jetzt können wir endlich auf Test starten klicken. Das dauert jetzt ein bisschen. Wir haben hier ein paar Reiter. Die Sekunden nutzen wir einfach mal und solange gucke ich einfach mal in die Fragen rein und kläre soweit, was wir hier alles offen haben. So, was haben wir hier? Gibt es relevante Unterschiede zu MetaTrader 5, auch bezüglich der vorgestellten Tools? Ja, auf jeden Fall. Von der Oberfläche her, denke ich mal, sieht der MetaTrader 5 natürlich sehr, sehr, sehr stark ähnlich dem MetaTrader 4. Wenn man genauer guckt, dann sieht man ein paar Unterschiede. Aber wenn wir jetzt bei dem Themenkomplex von heute bleiben, also dem automatisierten Handel, Expert Advisor, hat sich da einiges getan. Wir haben im MetaTrader 5 die Möglichkeit, richtige Ticks zu speichern und zu verwalten. Das heißt, wir haben nicht nur die Minuten-Candles beispielsweise, also ein Open, High, Low, Close, sondern wir haben quasi jeden einzelnen Umsatz. Jeden einzelnen Umsatz, das heißt, momentan haben wir zum Beispiel nur eine Minutenkerze und mit dem MetaTrader 5 haben wir innerhalb der Minutenkerze jeden einzelnen Umsatz. Das heißt, wir können nochmal detaillierter und genauer den Backtest durchführen. Im MetaTrader 4 geht es natürlich nicht so genau, weil wir haben von der einen Minute nur Open, High, Low, Close. Und was uns noch fehlt,
Das sind halt die einzelnen Umsätze innerhalb der Minute. Das ist ein großer Unterschied im MetaTrader 5. Von der Analyse her gibt es auch noch einiges. Und wenn Sie zum Beispiel im Bereich der Programmierung noch aktiv sind, das heißt, die Handelssysteme muss ja von irgendjemand programmiert werden. Da hat sich einiges getan. Im MetaTrader 4 ist es die Sprache MQL4, im MetaTrader 5 die Sprache MQL5. Und von der Programmierung her, von der Sprache her, hat sich einiges geändert. Also wenn Sie aktuell zum Beispiel Expert Advisor für den MetaTrader 4 haben, dann müssten die auf jeden Fall neu programmiert werden für den MetaTrader 5. Es gibt da draußen einige Programme, um das mit ein, zwei Klicks umzuwandeln. Funktioniert vielleicht für wirklich extrem, extrem einfache Strategien, aber generell würde ich davon abraten, weil ich habe noch unsere Systeme können wir damit nicht umwandeln und von der Sauberkeit her ist das nicht zu empfehlen. Vielleicht gibt es da draußen ganz tolle Programme, ich habe sie noch nicht gesehen bis heute. Kann ich mir auch nur sehr schwer auch vorstellen, dass es so funktioniert. Von daher ist leider nötig, dass wir die Sachen neu programmieren. Hat natürlich Vorteile. Wir sind technisch ein bisschen moderner und können auch ein paar neue Funktionen nutzen, die es im MetaTrader 4 zum Beispiel gar nicht gibt. So, nächste Frage. Ich habe einen IA entwickelt, der im Demo sehr gute Ergebnisse erzielt hat, allerdings im Live-Betrieb andere Ergebnisse erzielt. Der Vergleich zwischen Live-Handel und Demo-Backtest für den gleichen Zeitraum hat unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Woran kann das liegen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die lässt sich momentan zu dem aktuellen Stand, wo wir jetzt vom Testen her sind, unpassend beantworten. Deswegen kopiere ich sie mir kurz heraus und wenn wir ein paar Schritte weiter sind, dann passt die Frage besser und dann können wir das Ganze nochmal genauer abklären in dem Bereich. So, dann gibt es noch ein paar Fragen zu unseren einzelnen Systemen. Die würde ich auch etwas nach hinten schieben. Erstmal vielen Dank dafür. So, wieso fehlen die Stundendaten, die dann nachgeladen werden müssen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Woran das genau liegt, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass das Problem da ist und dass man die historischen Daten über die Lösung Rechtsklick aktualisieren nochmal nachladen kann. So. Wo da genau der Fehler ist. Ich weiß, MetaTrader oder MetaQuotes, also die Firma hinter dem MetaTrader, ist nicht mehr so groß interessiert, den MetaTrader 4 zu aktualisieren. Wahrscheinlich ist das Problem nicht so groß, dass sie sich die Mühe machen, das zu beheben. Im MetaTrader 5 haben wir das Problem nicht. Da ist die Technik oder die Grundlage ein bisschen anders. Aber im MetaTrader 4 müssen wir uns damit rumschlagen, dass wir halt noch zwei Klicks on top packen müssen. Welche Bücher oder Videos empfehlen Sie für den Einstieg in das Algo-Trading? Ja, sehr gute Frage. Die Frage kommt immer sehr oft. Es gibt leider kein Buch, was ich wirklich empfehlen kann. Es gibt einige Bücher, die das Thema anschneiden, aber leider nicht, aus meiner Sicht nicht leider wirklich fundamental oder so tief, dass es Ihnen was bringt. Von daher kann ich leider, so gerne ich es auch würde, kein Buch in dem Bereich empfehlen. So, in welcher Umgebung programmiert ihr eure EAs? Wie muss ich vorgehen, wenn ich einen EA auf mehrere Assets parallel laufen lassen möchte, ohne dass sie sich in die Quere kommen? Brauche ich mehrere Konten? Sehr gute Frage. Sie brauchen nicht mehrere Konten. Das brauchen wir zum Glück nicht. Wir können auf einem Konto, also jetzt hier, wenn ich jetzt mit einem Demokonto von der FX wird eingeloggt, egal ob live oder Demo, wir brauchen eigentlich nur ein Konto und können auf diesem Konto 20, 30, 40, 50 Systeme laufen lassen. Die können auch alle das gleiche Asset handeln. Also die können alle den Euro-Dollar handeln oder unterschiedliche Währungen, kein Problem. Es gibt die sogenannte Magic Number. Die sehen wir manchmal, wenn wir ein System installieren, welches wir uns geladen, gekauft haben oder programmiert haben. Und dadurch können wir das Ganze zuordnen. Das heißt, wenn ich jetzt hier beispielsweise ein System reinpacken würde in den Euro-Dollar, sage ich, dieses System jetzt hier, der MACD-Simple, hat die Magic Number 1, 2, 3. Und dann weiß das Handelssystem, alle Orders und alle Positionen, die diese Magic Number haben, die gehören mir. Und den Rest, also die Positionen und Orders der anderen Systeme, oder zum Beispiel, wenn sie manuell auf dem Konto handeln, die fasst das System nicht an. Das heißt, sie können zusätzlich neben den 10, 20, 30 Handelssystemen auch noch manuell auf dem Konto handeln. Und müssen da keine Angst haben, dass sich da irgendwas in die Quere kommt. Das läuft technisch wirklich wunderbar.
Gut, machen wir weiter im Programm. Dann gehe ich noch auf die nächsten Fragen ein. Wie gesagt, hier wird keine ausgelassen. Die kommen alle später noch an. So, der Test ist durchgelaufen. Wir sehen hier, der grüne Balken ist einmal komplett durchgelaufen. Und dann haben wir hier unten verschiedene Reiter. Einstellungen, da waren wir gerade. Ergebnisse, Diagramme, Bericht und Journal. Wir gehen mal auf das Spannendste, und zwar Diagramm. Da sehen wir das. Das ist die Performance-Kurve von dem MACD-Sample-Testprogramm. Wie gesagt, ob positiv oder negativ, spielt ja keine Rolle. Das ist ein System, was jeder MetaTrader auf der Welt standardmäßig installiert hat. Natürlich ist das nicht profitabel. Es geht hier wirklich nur um die Technik. Also, was sehen wir hier erstmal? Wir sehen hier unten in der Achse sehen wir die Anzahl der Trades. Das heißt, wir haben jetzt hier circa 500, also fast 500 Trades gemacht. Wir sehen, wir haben hier links bei 10.000 Euro angefangen und stehen jetzt bei circa 8.400 Euro. So, wir hätten also schon mal eine Aussage, und zwar die Aussage, das System ist erstmal nicht profitabel für den Zeitraum. Das sieht man relativ schnell. Und wir sehen, dass von der Trade-Frequenz eigentlich ordentlich gehandelt wird. Also 500 Trades, das ist eine ordentliche Anzahl. Das Konto wurde nicht über Nacht geschrottet, das hat nach und nach Geld verloren, zwischendurch mal ein bisschen was aufgeholt, aber Tendenz geht eher nach unten. Dann haben wir hier die Ergebnisse und da können wir jede einzelne Aktivität von dem Handelssystem kontrollieren. So, das sieht jetzt im ersten Moment nicht so spannend aus, aber ganz wichtig, um einfach zu prüfen, ob das System so läuft, wie es laufen soll, ob es gut funktioniert oder nicht, sehen wir hier. Wann, also wir sehen hier zum Beispiel, es wurde eine Position gekauft am 8.1. um 3:09 Uhr mit 0,2 Lots zu diesem Preis. Dann sehen wir danach einen Modify, das heißt, die Position wurde überarbeitet. Es wurde nämlich ein Stop-Loss gesetzt, davor kein Stop-Loss, jetzt haben wir ein Stop-Loss. Dann wurde darauf der Stop-Loss angepasst. Hier wiederum wurde ein Take-Profit erreicht. Das sehen wir nämlich, dass hier drüben der Gewinn 7 Euro ist, Kontostand 10.007. Danach gehen wir eine neue Long-Position ein. Da die Position wird geschlossen mit einem Verlust. Alles, jede einzelne Aktivität sehen wir hier. Und das ist erstmal nichts spannend oder nichts, wo wir uns gerne wahrscheinlich aufhalten können oder wollen. Aber hier können wir ganz viele Sachen herausfinden, um zum Beispiel zu prüfen, läuft das System technisch perfekt oder gut? Oder handelt es dann, wann es handeln soll? Das alles sehen wir hier. Dann haben wir noch die Berichte. Das ist eigentlich noch viel spannender oder interessanter. Stellen wir uns einfach mal vor, dass die Performance positiv ist. So, also wir haben ja eine positive Performance und würden jetzt sagen, super, das System gefällt mir, das möchte ich jetzt handeln. Also nicht Backtest, sondern ob mit Echtgeld oder mit einem Demokonto, spielt keine Rolle. Ich möchte es einfach jetzt handeln. So, wie wende ich das an? Gar keine große Sache. Mache einfach den Chart auf, Euro-Dollar, Stunde 1. Wir haben ja hier MACD-Sample. Dann nehme ich das hier drüben, schiebe es hier einfach nur rein. Sage hier, ja, Live-Trading zulassen. Dann gehe ich in den Reiter Eingaben und da haben wir genau die gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie auch eben im Backtest. Und da sage ich, ich trade einfach mal 0,3 Lots. Der Rest gefällt mir, klicke auf OK. Gehe hier oben auf Auto Trading, damit aktiviere oder deaktiviere ich alle Systeme. Momentan ist es rot, jetzt ist es grün, alle Systeme dürfen handeln und ab sofort könnte das System jederzeit eine Position aufbauen, wenn es ein Signal nach den Einstellungen generiert. So, relativ einfach. Nur, das ist meine persönliche Meinung, es bleibt Ihnen überlassen, ob das mit dem Volumen so gut ausgedacht ist oder ausgerechnet ist. Also, wir haben ja hier ein Demokonto mit 8.000 Euro, guten 8.000 Euro und haben jetzt 0,3 Lots eingestellt. Ist das sinnvoll oder nicht? Wissen wir nicht. Schauen wir einfach mal nach. Denn im Reiterbericht haben wir die sehr, sehr wichtigen und nützlichen Kennzahlen. Wir sehen natürlich hier einen Profit-Faktor. Wir sehen, was haben wir gewonnen und verloren. Wie viele Trades hatten wir? 447, lagen wir fast richtig. Der größte Gewinntrade lag bei 22 Euro, der größte Verlusttrade bei 408 und so weiter und so weiter. Also das sind so die Kennzahlen, die eigentlich einen interessieren sollten. Klar, Fakt 1 ist,
System ist positiv und dann ist die Frage, wie positiv ist es? Wir haben hier noch eine Kennzahl, das ist der maximale Rückgang, auch Drawdown genannt, also der maximale Drawdown. Das bedeutet, vom temporären Depot hoch zum nächstmöglichen Depot tief, wie war die Phase? Also wie groß war die größte Verlustphase in der Vergangenheit? Und die war hier bei 1.900 Euro circa. Also sagen wir mal zur einfachen Rechnung, wir haben hier in der Vergangenheit mit einem Volumen von 0,1 Lot, also 0,2 Lots, okay, mit 0,2 Lots haben wir es getestet, haben wir einen Verlust von ca. 2.000 Euro. Das heißt, einfach mal ausgerechnet, mit 0,1 Lot hätten wir also 1.000 Euro maximalen Verlust gehabt. So, hier oben habe ich das System, ja, im Live-Modus, Demo-Modus, wie auch immer, also aktiv am Markt, haben wir das Ganze mit 0,3 Lots eingestellt. Das heißt, ich müsste also, was heißt ich müsste, ich gehe also jetzt, ich bin bereit, jetzt mit 0,3 Lots ca. 3.000 Euro durchaus zu verlieren. Natürlich ist das keine Garantie für die Zukunft, aber wenn ein System in der Vergangenheit schon mal mit 0,3 Lots ca. 3.000 Euro verloren hat, dann muss ich eigentlich auch davon ausgehen, dass das System auch in der Zukunft eine ähnliche Summe verlieren wird. Also dass der Drawdown, die maximale Verlustphase aus der Vergangenheit, auch mal in der Zukunft auftritt. Und ich persönlich stelle mein Volumen immer nach dieser Kennzahl ein. So. Das heißt, ich kann das System mit 0,3 Lots laufen lassen. Vom Kontostand her würde es passen, 6.000 Verlust. Hätte ich noch 2.200 auf dem Konto, würde auch noch reichen für die Margin, um neue Positionen aufzubauen. Aber jetzt muss ich mir die Frage stellen, bin ich eigentlich bereit, mit diesem System 3.000 Euro, 6.000 Euro zu verlieren? Nee, Quatsch, 3.000 Euro bin ich durcheinander gekommen, genau. 3.000 Euro wäre das ja mit 0,0 als, sorry. Also bin ich das bereit? Wenn ja, dann ist es die perfekte Einstellung oder eine gute Einstellung. Oder wenn ich sage, 3.000 Euro könnte ich zwar finanziell verkraften, aber ich bin nicht bereit, in dieses System 3.000 Euro zu stecken. 1.500 Euro wäre noch die Schmerzgrenze, da würde ich noch die Beine stillhalten. Dann würde ich einfach das Volumen vom System anpassen und würde sagen, nicht 0,3 Lots, sondern 0,15 Lots. Das würde bedeuten, basierend auf dem Backtest, hätten wir in der Vergangenheit maximal 1.500 Euro verloren mit diesen Einstellungen und ich bin auch bereit, in der Zukunft diese Summe zu verlieren. Das ist ganz wichtig. Das ist eigentlich eine ganz relativ einfache Rechnung, aber wird von kaum jemandem da draußen so angewendet. Die meisten Trader nehmen das System, die sehen in der Vergangenheit, es war profitabel und gucken nicht in die Details und gucken nicht, was sie verschmerzen müssen und stellen dann das System einfach mit einer Standard-Lot-Größe ein. So sollte man es nicht machen, so kann man es machen, aber es ist nicht zu empfehlen, denn am Ende des Tages müssen wir uns immer fragen, wie viel Geld kann und will ich mit einem System maximal verlieren. Wie gesagt, keine Garantie, das System kann auch in der Zukunft einen größeren Drawdown machen und dann wieder profitabel werden. Das System kann ab heute gar nicht mehr profitabel sein oder aber auch das System wird ab heute profitabler als in der Vergangenheit und wir werden nie mehr diesen Drawdown hier erleben. Das alles kann sein. Das alles sind immer ganz wichtig. Das alles sind immer nur Richtlinien, an die wir uns orientieren können. Keiner kann in die Zukunft gucken, aber wir können in die Vergangenheit gucken und können schauen, was ist in der Vergangenheit so passiert und können daraus Schlüsse ziehen und für die Zukunft anwenden. Das ist immer ganz, ganz wichtig zu wissen. So, wir haben also diese Kennzahlen, das ist sehr wichtig, es sind noch einige Kennzahlen, lohnt es sich auf jeden Fall, sich die genau anzugucken, wer welche Kennzahlen nicht genau versteht, einfach mal kurz danach den Begriff bei Google angeben, da gibt es sicherlich eine Beschreibung zu, jeden Einzelnen zu beschreiben, würde jetzt ein bisschen zu lange dauern, es lohnt sich wirklich, das kann ich Ihnen empfehlen, dass Sie alles, was hier steht, einigermaßen verstehen. So, also wir haben jetzt unsere Auswertung, was können wir noch machen? Wir können das Ganze natürlich noch exportieren. Aber was viel spannender ist, das ist der visuelle Modus, den hatte ich eben kurz erwähnt. Momentan war es ja so, ich habe auf Test starten gedrückt und der Test lief einfach nur durch, relativ unspektakulär. Jetzt gibt es noch den visuellen Modus. Wenn ich den aktiviere, dann
sehen wir gleich hier oben im Chart, wie die Vergangenheit sehr, sehr schnell abgespielt wird. Ihr seht, wo die Positionen eröffnet werden, geschlossen werden. Wir sehen den Markt quasi in der Vergangenheit hier oben im Chart drin. Die Geschwindigkeit können wir hier einstellen. Also sprich, ganz langsam die Vergangenheit durchspulen oder ganz, ganz schnell die Vergangenheit durchspulen. Also im Grunde genommen setzen wir hier einen Haken, stellen die Geschwindigkeiten auf, ja, schnell, aber nicht extrem schnell ein, klicken auf das Starten und dann sehen wir gleich den visuellen Modus. Und solange das noch lädt und vorbereitet wird, können wir gleich mal wieder in die Fragen hereingucken. So, können auch externe Datenquellen importiert und verwendet werden? Gibt es hochwertigere Datenquellen, die zu empfehlen sind? Ja, das geht auf jeden Fall. Wir haben hier oben die Möglichkeit unter Extras, Historiendatenbank, auch Daten zu importieren. Hier auf Import. Dann können wir beispielsweise eine Excel-Datei, also eine CSV-Datei wählen und importieren. Wer das wirklich, ich sag mal, einigermaßen professionell angehen möchte, sollte sich unbedingt saubere Daten besorgen. Das ist dringend zu empfehlen. Wer, ich sag mal, einen Schritt weiter gehen möchte und nicht allzu viel Geld investieren möchte, aber saubere Daten nutzen möchte, die akzeptabel sind, gibt es zum Beispiel Tickdata Suite. Das kostet, glaube ich, 120 Euro im Jahr oder so. Und dann können Sie die historischen Daten aus einer anderen Quelle hier automatisch importieren. Also Sie müssen nicht viele Dateien hin und her schieben, sondern können mit wenigen Klicks das Ganze, ja, importieren und nutzen. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Es gibt noch weitaus bessere Anbieter draußen, aber da sind die Preise wirklich sehr, sehr enorm hoch. Da geht es um 100.000 Euro plus für extrem saubere Daten. Es gibt Firmen da draußen, die machen nichts anderes, als diese Daten zu verwalten, aufzuarbeiten. Und dementsprechend kosten die natürlich auch sehr viel. Ich denke, für uns hier im Raum kommt das eher nicht in Frage. Das sind Daten, mit denen Vermögensverwaltungen, großen Fonds und so weiter arbeiten. Die brauchen natürlich den Ferrari unter den historischen Daten. So, gucken wir mal kurz wieder zurück in den Chart. Wir sehen, wir haben hier einen visuellen Chart auf, der bewegt sich gerade noch nicht. Ich erhöhe die Geschwindigkeit und wir sehen, die Vergangenheit wird plötzlich ganz schnell durchgespielt. Ich zoome noch ein bisschen rein und wir sehen, ich stoppe das Ganze kurz. Wir können also hier auch mal einen Stopp machen. Dann sehe ich hier oben, hier ist eine Position eingegangen, da hat er einen Take Profit gesetzt. Das alles können wir noch mal ganz genau verfolgen und uns ansehen. So, ich kann wieder das Ganze starten. Das Ganze läuft wieder weiter. Und dadurch haben wir halt einen großen Vorteil. Und zwar können wir das Ganze genauer analysieren und nochmal andere Fehler feststellen. Beispielsweise hier. Hier sehen wir, ich glaube, das sehen Sie wahrscheinlich nicht so deutlich, hier sehen wir ganz oft, wo eine Buy-Position eröffnet, geschlossen, eröffnet, geschlossen, eröffnet, geschlossen. Das alles innerhalb einer Stunde. Könnte ein Fehler sein, könnte aber auch sein, dass es so passend ist. Das könnten wir uns dann zum Beispiel hier unten in den Ergebnissen genauer ansehen und dann abprüfen, ist das ein Fehler, war das korrekt? Wir können beispielsweise auch noch Indikatoren hier hereinladen. Ich kann also sagen, ich packe jetzt beispielsweise die Bollinger Bänder hier mit rein. Und wenn es ein System wäre, was auf die Bollinger Bänder basiert, dann könnte ich hier auch noch das Ganze abchecken. Ist das hier ein Signal oder nicht? Also dafür ist der visuelle Modus perfekt. Auch um Ideen zu entwickeln, um zum Beispiel zu sagen, das ist ein gutes System. Oder ich schaue mir mal die größten Verluste an. Wo waren die? Wie kann ich das optimieren? Vielleicht packe ich noch einen anderen Indikator dazu. Also das ist eigentlich so ein sehr, sehr schönes Werkzeug, um ein System zu testen, zu analysieren, zu optimieren, um neue Strategien durchzuprüfen, bevor wir sie dann gleich wieder programmieren, umsetzen und nochmal erneut testen. So. Also kann das Ganze wieder durchstarten lassen und das Ganze läuft weiter. Und solange es noch ein bisschen weiterläuft, gucke ich nochmal zurück in die Fragen herein. So, dann muss Eurocamp Einsteiger-Videos für YouTube machen. Ja, das stimmt allerdings. Das ist durchaus unsere Aufgabe, da einfach noch mehr Wissensvideos herauszugeben, damit ja, immer mehr von dem Thema begeistert sind und das Ganze genauer verstehen. So, jetzt gehe ich nochmal die einzelnen Fragen durch, die ich vorhin ausgelassen habe. Warum sind die Eurocamp EAs auf Konten mit maximal 50.000 Euro gedeckelt? Diese Limitierungen, die hatten wir nicht von Anfang an drin. Ganz am Anfang gab es unsere Systeme ohne Limit. Das heißt, ob Sie
2.000 € auf dem Konto haben oder 2 Millionen auf dem Trading-Konto haben. Sie konnten das ohne Limit nutzen. Irgendwann haben wir festgestellt, dass sehr viele größere Vermögensverwaltungen und Family Offices unsere Systeme für in deren Level ein Appel und Ei gekauft haben, also quasi aus der Portokasse bezahlt haben und damit natürlich Volumen gehandelt haben, die extrem groß sind, wo sie quasi mit 2 Pips schon das ganze System wieder verdient haben. So, also sie wollten einfach ein faires Modell schaffen. Die eine Möglichkeit wäre gewesen, wir erhöhen die Preise für alle auf extrem hohe Summen, so dass quasi nur noch Vermögensverwaltungen bei uns einkaufen können. Oder wir bauen einfach verschiedene Stufen ein und das haben wir auch gemacht. Das heißt, es gibt immer 2, manchmal auch 3 Lizenzen, Start, Pro und Ultra. Die Start-Variante zum Beispiel läuft mit noch kleineren Volumen und Konten, die Pro mit ein bisschen größerem und die Ultra mit 50.000 € und maximal 2,5 Lots pro Trade. Das ist nicht das Ultimo, also nicht das letzte Limit, was es gibt. Wenn Sie da draußen sagen, Sie möchten noch mehr Volumen handeln oder größere Runden handeln, ist das kein Problem. Schreiben Sie einfach meine Mitarbeiter an. Unser Team hilft Ihnen da und kann Ihnen gerne individuelle Lizenzen erstellen. So machen wir es in der Regel. Sie sagen beispielsweise, ich möchte ein Konto mit 500.000 handeln, ich möchte maximal 10 Lots pro Trade handeln und dann können wir Ihnen da was Individuelles erstellen. Kann man einen dynamischen Lot-Size-Ermittlung in die iOCamp-EBAs einbauen lassen? Wir haben es bewusst nicht eingebaut. Also alle unsere Systeme können immer nur mit einem fixen Volumen handeln. Hat einen Hintergrund. Das Problem ist nämlich, dass diese so oft geliebte Variante mit dem dynamischen Volumen, das heißt, ich riskiere quasi pro Trade 1% vom Konto, in der Theorie sehr gut ist oder sehr gut klingt und schön aussieht. In der Praxis allerdings machen wir uns damit die Performance ein bisschen kaputt. So, ist nicht so einfach zu erklären. Durchaus eine Möglichkeit für ein schönes Lehrvideo in dem Bereich. Aber Hintergrund ist einfach, dass wir ja die Trader so ein bisschen davor schützen wollten, die eigene Performance kaputt zu machen mit dieser Logik, dass wir immer prozentual investieren. Kurz gesagt, wir haben eine schlechte Phase, die kommt immer mal vor. Das heißt, mit jedem Verlusttrade haben wir immer weniger Volumen. Dann läuft die gute Phase an und die gute Phase nehmen wir mit dem minimalsten Volumen, was wir jemals gehandelt haben und auch andersrum. Eine gute Phase, wir handeln immer mehr Volumen, mehr Volumen, mehr Volumen, dann kommt die Drawdown-Phase und diese Drawdown-Phase handeln wir dann mit dem größten Volumen bisher, was natürlich nochmal sehr, sehr schmerzt. So. Wir haben das einige Male schon durchgetestet und immer wieder die Bestätigung dafür auch bekommen. Nächste Frage, kann man die iOCamp-EAs einfach durchlaufen lassen oder müssen die Systeme manuell am Wochenende neu gestartet werden? Die können rund um die Uhr laufen. Das ist das Tolle generell an unseren Systemen oder generell allgemein am Algo-Trading. Die Systeme werden einmal gestartet und laufen so lange durch, wie der MetaTrader an ist. Das heißt, Sie müssen im Grunde genommen nur noch auf den MetaTrader schauen und gucken, ob der noch an ist, ob das Konto noch eingeloggt ist. In der Regel ist das so. Aber sicherheitshalber sollten wir immer einen Blick drauf haben. Aber generell müsst ihr dann nichts einstellen. Die Systeme laufen durch. Benutzen die iOCamp EAs feste SL oder TP im Markt oder werden die Positionen regelbasiert live geschlossen? Jedes System von uns hat zu jeder Zeit einen Stop-Loss am Markt. Mit Take-Profits arbeiten wir nicht. Also nur ein System arbeitet von uns mit einem Take-Profit. Alle anderen verfolgen die Logik, dass die Gewinne nicht begrenzt werden, sondern dass der Stop-Loss nur nachgezogen wird und dann irgendwann die Position im Gewinn gestoppt wird. Aber natürlich werden zusätzlich auch noch die Positionen mit gewissen Regeln automatisiert geschlossen. Das kommt noch dazu. So. Perfekt. So, dann schauen wir hier mal wieder zurück im MetaTrader. Wir sehen, das läuft noch durch. Das können wir jetzt stoppen. Die Performance haben wir gerade schon gesehen. Das ist die Performance, die sich eben davor aufgebaut hatte. Die wird so oder so nicht positiv sein. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Bereich, wo wir das Ganze noch intensiver testen können und analysieren können. Der MetaTrader 4 oder 5 hat schon einige Tools an Bord, um das Ganze zu analysieren. Aber es geht noch mal genauer. Und das können wir mit dem Tool Quant Analyzer tun. Es gibt eine kostenlose Version davon, die reicht auch. Sie müssen sich da jetzt nicht die Pro-Version von kaufen.
Die Free-Version reicht auf jeden Fall für den Anfang. Wenn Sie sagen, Sie sind voll im Thema drin und möchten noch ein paar Spezialfunktionen haben, dann können Sie sich auch die Pro-Version kaufen. Wie gesagt, ist nichts von uns. Wir nutzen die Software auch sehr gerne. Ist sehr zu empfehlen. Und die kostenlose Version, die können Sie auch perfekt für den Start nutzen. Was macht dieser Quant Analyzer? Wir können MetaTrader das Ganze exportieren. Das heißt, wir machen hier einen Rechtsklick auf die Trades, egal wo. Und klicken auf als Bericht speichern. Und warten ein paar Sekunden. Und dann können wir, ich packe das auf den Desktop, ich speichere das ja einfach, dann können wir einen Bericht speichern. Das Ganze ist in Form von einer HTML-Datei, das können wir gleich im Browser uns ansehen. Und die können wir quasi ja, rumschicken, speichern, ausdrucken, was auch immer. Da sehen wir im Grunde genommen die Kennzahlen, die wir gerade schon gesehen haben. Die Performance-Kurve, die wir gesehen haben, und die ganzen Trades. So, drucken, weiterschicken, was auch immer. Die Datei haben wir erstmal. Diese Datei können wir im Quant Analyzer importieren. Das geht relativ einfach. Wenn wir den Quant Analyzer geöffnet haben, klicken wir oben auf Report laden und wählen dann da die Strategiedatei aus, die wir hier gespeichert haben. Auf dem Desktop gelegt, die hast du in der Regel immer gleich. Klicken auf OK. Warten diese auf ein paar Sekunden, bestätigen das Ganze. Und dann haben wir gleich eine etwas interessantere Auswertung. Ich mache das hier kurz groß. So, was haben wir hier? Wir haben natürlich Kennzahlen, die wir schon ähnlich aus dem MetaTrader kennen. Wir haben ja aber noch weitere Kennzahlen. Wir sehen hier zum Beispiel die ganze Darstellung einmal in Dollar. Wir können das Ganze in Pips anzeigen lassen. Wir können das Ganze in Prozent anzeigen lassen. Und ja, die drei Möglichkeiten haben wir. Wir haben weitere Kennzahlen, wie zum Beispiel, was machen wir durchschnittlich am Tag, durchschnittlich im Monat, ein paar andere kleinere Details noch da. Und was ich persönlich immer sehr, sehr interessant finde, ist die Auswertung auf Monatsbasis. Wir sehen also nicht nur, ja, das System ist profitabel oder nicht, sondern wir sehen auch, in welchem Jahr hat das System was, in welchem Monat verdient. Am Ende des Jahres, wie gesagt, hier sind nicht viele Daten. Wir haben den Test nur kurz gestartet, aber wir müssen uns vorstellen, wir haben das System von 2005 an bis heute. Dann haben wir hier sehr, sehr viele Monate in der Übersicht und können ja ein paar Rückschlüsse ziehen. Vielleicht sehen wir, okay, das Sommerloch ist nicht gut für unser System. Also wir machen so im Juni, Juli, Anfang August immer Verluste. Handeln wir dort eventuell nicht? Also wir können hier sehr, sehr viele Informationen rausziehen, die uns dabei helfen können, das System noch zu optimieren. So, dann haben wir in der Übersicht der Trades, die kennen wir auch aus dem MetaTrader. Hier haben wir noch eine weitere Spalte, die wir im MetaTrader nicht haben. Und zwar ist das Time in Trade. Die zeigt uns an, wie lange eine Position im jeweiligen Trade war. Also hier zum Beispiel 2 Minuten, 25 Minuten, 2 Minuten, 5 Minuten, 1 Stunde, 42 Minuten. Das sehen wir hier. Das ist ganz interessant, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange das System so jeweils in der Position ist. Man kann jetzt zum Beispiel das Ganze auch mal sortieren. Jetzt schauen wir aber mal, wie lange eine Position maximal auf war. Hier sehen wir 5 Tage. Und dann würde ich mir zum Beispiel diese Trades, die Extrem-Trades, genauer angucken und einfach mal schauen, wieso war das so? Also wenn ich sage, eigentlich sollte das System jetzt nicht 5 Tage investiert sein, dann gucke ich mal genauer nach. Vielleicht gab es da Lücken in der Datenhistorie oder ein Programmierfehler oder. Das gleiche auch andersrum. Ich schaue mir, welche Trades waren quasi 0 Sekunden investiert und schaue dann, hoch, falsche Sortierung, und schaue dann einfach mal, gab es da Probleme? Also wir sehen hier 0 Sekunden-Trades, das heißt, sie wurden direkt aufgemacht und wieder zugemacht. Auch da würde ich nachschauen, gibt es hier eventuell Probleme. So, dann haben wir noch die Chart-Darstellung, die kennen wir von eben auch. Aber hier können wir viele interessante Sachen einbauen, zum Beispiel den Drawdown, den können wir uns prozentual in Pips oder in Dollar anzeigen lassen. Und dann sehen wir hier, wo der Drawdown war und wie groß er war. Also hier in der Phase 200 Dollar, hier war er kurz mal da und hier haben wir den großen Drawdown gehabt. Wie gesagt, bei diesen kurzen Tests ist das nicht so spektakulär. Müssen Sie mal vorstellen, wir haben hier einen extrem längeren Test, 10, 15 Jahre. Dann ist das Ganze dann mal viel, viel spannender. Und was haben wir noch? Den Stagnationsmarker. Einer der wichtigsten Kennzahlen, wie ich finde, der oft dafür sorgt, dass viele Trader trotz profitabler Handelsstrategie, die automatisch handelt, Geld verlieren. Blenden wir ihn einfach mal an.
Was bedeutet das? Wir sehen hier die maximale Stagnation. Wir müssen uns das so vorstellen, wir haben jetzt hier einen 15-Jahres-Backtest und sehen eine maximale Stagnation von zum Beispiel 6 Monaten. Das bedeutet, in 15 Jahren gab es eine Phase von 6 Monaten, wo das Handelssystem kein Geld verdient hat. Also es trat entweder auf der Stelle oder es hat Geld verloren. Das heißt, es gab kein Depot hoch. So, jetzt hier in dem Beispiel sind es 48 Tage. Wie gesagt, nur ein kurzer Backtest über wenige Monate. Aber wenn wir das Ganze über Jahre testen, kommt durchaus eine größere Stagnation vor von beispielsweise 6 Monaten. Und dann müssen wir uns wieder die Frage stellen, das System ist zwar profitabel, aber es hat 6 Monate lang kein Geld verdient. Und dann müssen wir ehrlich sein und uns fragen, würde ich es aushalten, das System live laufen zu lassen? Die Beine stillzuhalten, wenn das System 6 Monate lang kein Geld gewinnt oder Geld verliert oder einfach auf der Stelle tritt. Und daran scheitern sehr, sehr viele. Wir sehen die Gesamtperformance, lassen das Ganze laufen, machen 2, 3 Wochen oder wenige Monate keinen Gewinn und stoppen den Handel. So. Damit wird man nicht erfolgreich. Da kann das System noch so gut sein. Und es gibt leider kein System da draußen, was keinen Drawdown hat, der über Wochen oder Monate geht. Das gehört einfach dazu. Jedes Geschäft da draußen hat auch mal Phasen, Monate, Tage, Wochen oder Jahre, wo es einfach kein Geld verdient. Im Traden ist es nicht anders. Hier haben wir auch keine Einbahnstraße und das gehört auch einfach mit dazu. Und genau diese Kennzahl sehen wir halt leider im MetaTrader nicht. Die ist hier nirgendwo eingezeichnet, nirgendwo zu sehen im Bericht. Die sehen wir hier mit 2 Klicks. Deswegen ist der Quant Analyzer dafür, dass es eine kostenlose Version gibt, wirklich perfekt dafür geeignet, um sowas direkt anzeigen zu lassen. Das Tool an sich hat unendlich viele Funktionen. Hier können wir noch ganz lange drüber reden. Das System ist relativ stark, was es angeht. Wir haben noch Trade-Analysen, die wir durchführen können. Wir können Korrelationstests durchführen. Wir sehen hier, zu welchen Stunden durchschnittlich hat es welche Performance erzielt. Also der MetaTrader ist quasi, oder die Auswertung hier ist die erste Station, hier sollten wir mit einem profitablen System erstmal rausgehen, um es dann im Quant Analyzer zu importieren und da genauer zu analysieren und einfach zu checken, ist das System fehlerfrei, läuft es gut, wie läuft es und welche Risikoerwartungen oder Maßstäbe kann ich herausziehen für mein zukünftiges Trading in dem Bereich. So. Schauen wir wieder zurück in die Fragebox. Perfekt. Kann man den Backtest mit einer eigenen Custom-Chart-Vorlage testen? Ja, das ist gar kein Problem. Ich glaube, wenn wir den visuellen Modus hier haben, können wir hier trotzdem einfach die Vorlage wählen. Ich nehme jetzt hier mal einfach eins, genau. Und dann läuft es hiermit auch durch. Eine Alternative, falls es so nicht geht, ist folgende, dass wir unser Template, also ich mache jetzt hier meine Candles-Bund, so wie ich es haben möchte, packe hier noch ein Bollinger-Band dran. Da kann ich das Ganze als Default.tpl speichern. Vorlage speichern. Dann trage ich hier einfach ein Default, drücke auf Speichern und dann wird automatisch jeder Chart genau damit geöffnet. Das heißt, Sie kennen das wahrscheinlich, Sie machen irgendwie einen neuen Chart auf und haben das Problem, dass Sie immer die unschöne schwarze Ansicht haben, die ja nicht so Spaß macht beim Zugucken. Und wenn Sie das Template zum Beispiel als Default.tpl speichern, wird automatisch jeder Chart mit den Einstellungen gespeichert. Spart man sich auf jedes Mal den Klick, den Rechtsklick vor Vorlagen, das auszuwählen, kann man sich damit sparen. Und der visuelle Backtester lädt dann auch genau dieses Template. Da sparen wir einige Klicks und auf jeden Fall nervt es uns nicht jederzeit, das Ganze anzupassen. Haben Sie gemeint, ein Produkt von TickStory als externe Datenquelle? Ja, genau. Die können wir dafür perfekt nutzen. Ist auf jeden Fall tausendmal besser als die standardmäßigen historischen Daten aus dem MetaTrader zu verwenden. Auf jeden Fall zu empfehlen. Wie erreicht man Support bezüglich späterer Fragen, E-Mail oder Telefon? Wenn Sie unseren Support von AgroCamp meinen, dann per E-Mail. Einfach auf unsere Seite gehen, agro-camp.de oder uns eine E-Mail schicken an mail@agrocamp.de, dann sind wir erreichbar. Oder Sie schreiben einfach FXWirt an, wenn es eine Frage ist, die an uns gerichtet ist, dann wird sie natürlich gerne weitergeleitet. So oder so
kriegen Sie definitiv Ihre Antwort. Wird die Option Optimize kurz erklärt? Ja, sehr gerne. Die Option möchte ich Ihnen nicht auslassen. Und zwar haben wir hier unter Einstellungen noch die Option Optimierung. Wenn wir den Haken setzen, dann sagen wir dem Tester, lieber MetaTrader, finde für mich die bestmöglichste Einstellung heraus. Dafür gehen wir nochmal hier in die Expertanweise Optionen und öffnen nochmal hier den Reiter Eingaben. Und dann sehen wir hier Take Profit, Lots und so weiter, also alle Parameter. Bisher waren wir immer nur in der Spalte Wert unterwegs. Das heißt, ich sage jetzt Take Profit 40 und dann testet er diese Einstellung einmalig durch und sagt, bitteschön, das ist dein Ergebnis. Wenn ich die Optimierung anwähle, dann kann ich dem MetaTrader sagen, teste verschiedene Einstellungen. Und zwar teste den Take Profit von 20 an bis maximal 100 und teste das Ganze in 5er Schritte. Das bedeutet, er führt den ersten Backtest durch mit Take Profit 20. Danach mit 25, mit 30, mit 35, 40, bis er bei 100 angekommen ist. So, und am Ende können wir uns alle Ergebnisse angucken und das Beste quasi auswählen. Das Ganze kann ich auch mit dem Trailing Stop Loss machen und sagen, fang bei 30 an, höre bei 45 Pips auf und macht das Ganze aber in 2 Pip-Schritten. Dann macht er das Gleiche und kombiniert das Ganze auch. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Je größer die Spannweite ist von Anfangswert und Stopp und je kleiner der Schritt ist, desto länger dauert das Ganze, weil wir hier sehr, sehr viele Kombinationen haben, die durchgetestet werden. Deswegen kann es durchaus mal sein, dass wir das Ganze jetzt starten und der MetaTrader 1, 2 Tage braucht, um das Ganze durchzutesten. Darauf müssen wir uns vorbereiten, dass der MetaTrader dann erstmal seine Ruhe braucht und ein bisschen Rechenzeit dafür benötigt. Da sind immer Trading-Server zu empfehlen. Dann installieren wir das, starten das Ganze und gucken dann in 1, 2 Tagen einfach mal rauf. Das ist der Optimizer. Dann haben wir am Ende alle möglichen Einstellungen und können sagen, okay, ich finde das System am besten mit dem Take Profit von 50 und einem Trailing Stop Loss von 42 zum Beispiel. Das ist der Optimizer. So, man muss die Chart als Tester speichern, dann werden sie auch automatisch einen Tester geladen. Ja, oder so. Durchaus auch eine Möglichkeit. So, ich hatte noch eine Problemfrage mir aufgeschrieben vom Anfang. Und zwar ging es darum, dass Systeme im Demo-Modus, also im Backtest, wunderbar performen und im Live-Trading Verluste machen. Woran liegt das? Kann sehr, sehr viele Gründe haben, kommt aber öfters vor, als man eigentlich denkt. Woran kann es liegen? Wir haben schlechte historische Daten. Das heißt, wir haben mit Daten getestet, die nicht realistisch sind, die fehlerhaft sind. Es fehlen einzelne Daten. Die Kurse sind falsch. Die Uhrzeit ist falsch. Daran kann es zum Beispiel liegen. Es kann sein, dass wir mit einem zu engen Spread gearbeitet haben. Also, dass wir eingestellt haben, 0,1 Pip ist unser Spread, obwohl er in der Realität eher bei 0,8 oder 0,9 liegt. Daran kann es liegen. Es kann auch sein, dass wir eventuell auf einen Fehler im MetaTrader gestoßen sind. Das kann auch sein, denn ich hatte es ja am Anfang kurz gesagt, der MetaTrader 4 hat keine Tickdaten, er hat nur Candles. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt zum Beispiel auf H4 stelle, dann weiß er, ich zoome mal ran, dann weiß er, diese 4-Stunden-Kerze ging hier los, endete hier war das Hoch und hier war das Tief. Kann also sein, dass ich im Backtest hier long gehe und das System sagt, perfekt, Take Profit hier oben erreicht. Wir wissen aber nicht, ist der Kurs wirklich sofort hochgelaufen oder ist er erst runtergelaufen zu unserem Stop Loss und dann hoch zu unserem Take Profit, der aber nicht mehr ausgeführt wird, weil der Stop Loss schon längst erreicht wurde. Das ist ein Problem, das haben wir noch mit dem MetaTrader 4. Da müssen wir ein bisschen mehr Programmierarbeit leisten, um dieses Problem aus der Welt zu beheben. Daher ist es oft auch ratsam, dieses Thema nochmal intern auf kürzeren Zeitebenen zu testen. Und wie gesagt, mit dem MetaTrader 5 haben wir dieses Problem nicht mehr, weil auch wenn wir das Ganze auf Stundendaten testen, weiß das System trotzdem, wie der Verlauf war. Also ob der Kurs erst runterging und dann hoch oder erst auf der Stelle trat, hoch und runter, das weiß der MetaTrader 5 dann. Oder aber wir nutzen halt hier die Tickdaten, zum Beispiel von Tickstory. Dann haben wir das Problem auch nicht. Dann bekommt er auch die einzelnen Ticks
um das Ganze nochmal durchzutesten. So, was haben wir noch? Letzte Frage. Wird das Webinar aufgezeichnet, so dass ich es mir später nochmal ansehen kann? Ja, also jetzt sind wir fast schon durch, weil ich gehe stark davon aus, dass es aufgezeichnet wurde. Und ich denke mal, genau, ich denke mal, die Aufzeichnung, die sehen Sie dann innerhalb der nächsten Tage auf dem YouTube-Kanal von FXpert und dann können Sie sich das Ganze nochmal in Ruhe ansehen. So, Fragen sind soweit durch. Ich zeige Ihnen gerne noch zwei Sachen, bevor wir uns dann heute hier verabschieden. Ich öffne noch mal kurz den Internet Explorer. Wie gesagt, wenn Sie generell an das Thema interessiert sind, Algo-Trading, automatische Handelssysteme, können Sie gerne bei uns auf der Seite vorbeigucken auf algo-camp.de. Da haben wir noch ein paar weitere Informationen dazu. Wir haben ja auch die ganzen Webinare nochmal verlinkt, die wir gemeinsam mit FXpert aufgenommen haben in dem Bereich. Wir haben auch einzelne Systeme im Angebot, die Sie sich anschauen können und erwerben können. Und alle weiteren Informationen finden Sie auch auf der Seite oder Sie gehen einfach auf die Seite von FXpert. Da haben Sie auch nochmal die ganzen Webinare verlinkt und sehen auch nochmal, wann die nächsten Webinare gemeinsam mit uns anstehen. Und ja, wenn Fragen nur sonst noch offen sind, wie gesagt, gerne an FXpert wenden, gerne an uns wenden und da die Fragen stellen, dann kriegen Sie auch definitiv noch eine Antwort dazu. Gut, dann mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende angekommen. Freut mich, dass ja fast alle bis zum Ende noch da geblieben sind. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen und ja, dann würde ich an dieser Stelle sagen, sind wir soweit durch. Ja, David, vielen lieben Dank. Ich muss sagen, ich für meinen Teil habe heute viel dazugelernt, was EAs angeht und wie man das, ja, ich sag mal, erfolgreich testen kann. Ich hoffe, den Teilnehmern ist es genauso gegangen. Und um die Frage von eben aufzugreifen, das Video oder das Webinar wird als Video wahrscheinlich am Donnerstag zur Verfügung stehen. Ja? Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern und wünsche allen viel erfolgreiche Trades und einen angenehmen Abend. Schlusswort übergebe ich nochmal an dich, David. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch nochmal bei allen. Ich hoffe, Sie hatten auch einiges, was Sie im Wissen mitnehmen konnten. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch wieder bei einem der nächsten Webinare gemeinsam mit FXpert sehen oder wir uns demnächst per E-Mail lesen. In diesem Sinne, passen Sie gut auf Ihre Position auf und haben Sie noch einen wundervollen Abend. Bis demnächst. Tschüss. Bis demnächst. Auf Wiedersehen.